Hey, ihr Leseverrückten, ich möchte euch heute ein Buch vorstellen, was mir von meinem Buchdealer Sven, dem Betreiber von literatur.de, zur Verfügung gestellt wurde und mich natürlich auch gleich bedanken. Vielen Dank. Und zwar geht es um Luke Devlos Schnitzeljagd, erschienen im Knauer Verlag für 8,99 €. Ich lese euch mal vor, worum es geht. Hilde, eine junge Frau, wird abends nach einem Kinobesuch von einem psychopathischen Killer in Frauenkleider überfallen und überlebt nur knapp. Kommissar Dirk Deloy erinnert sich an einen 2 Jahre zurückliegenden Fall. Damals war die enthauptete Leiche der blonden Morell Wandergotten aufgefunden worden und sie gleicht Hilde wie eine Zwillingsschwester. Das ist der 4. Fall des Ermittlerduos Joss Bosmans und Dirk Deloy. Der Krimi bzw. Thriller spielt in Belgien. Ich hatte von dem Autor schon Nackte Seelen gelesen und war total begeistert, weil er sehr brutal war, sehr blutig. Beim zweiten war ich dann schon wieder etwas enttäuscht und habe den dritten einfach weggelassen und habe Schnitzeljagd und dem Autor aber nochmal eine Chance gegeben. Und bin wirklich überzeugt worden. Das Buch beginnt damit, dass, wie schon die Inhaltsangabe sagt, man praktisch Hilde dabei begleitet, wie sie von dem Killer angesprochen wird, als alte Dame, die sie dann nach Hause bringen soll. Und durch einen Unfall entkommt sie dem Killer nur knapp und wird unter Polizeischutz gestellt. Luke wird dann mit der Ermittlung des Falls beauftragt, weil er, wie gesagt, schon die Leiche von Morell entdeckt hat und beziehungsweise den Fall bearbeitet hat. Der Schreibstil ist sehr schnell und rasant und der Titel des Buches Schnitzeljagd, finde ich, trifft es sehr gut. Weil wir haben sicherlich alle in unserer Kindheit schon mal eine Schnitzeljagd, an einer Schnitzeljagd teilgenommen. Und man bekommt immer kurze Bruchstücke, Personen oder Schauplätze 2, 3 Seiten vor dem Ermittlerduo und halt immer nur so Bruchstücke, wie bei einer Schnitzeljagd. Man bekommt einen Hinweis und dem geht man nach. Aber als Leser bekommt man den Hinweis viel, viel früher als der Ermittler, was das Ganze sehr spannend macht. Man wird immer wieder auf die falsche Fährte gelockt. Man denkt, ah, der Name kommt mir bekannt vor und das ist doch, dann kann das nur der sein. Und man wird aber immer wieder überrascht und sagt und schüttelt dann mit dem Kopf und denkt, nee, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Der Ermittler Luke ist geschieden. Seine Frau hat gerade frisch ein Kind bekommen. Ich glaube, das ist jetzt ein halbes Jahr alt und er ist hin und her gerissen, weil seine Partnerin, er hat ein Verhältnis mit seiner Partnerin, da ist ein Kind entstanden und er ist halt immer hin und her gerissen. Geht er zurück zu seiner Frau oder bleibt er halt oder kommt er zusammen mit seiner Partnerin, die ihm immer noch sehr zugetan ist? Das macht es auch ganz spannend, weil zur Mitte des Buches entwickelt sich es dann so, dass sogar die Frau entführt wird, weil sich alles irgendwie dann wieder bei dem Ermittler Luke zusammenfindet. Und ja, also ich kann das Buch auf jeden Fall empfehlen, weil wie gesagt, man halt dem Ermittler aufgrund der verschiedenen Sichtweisen zwischen Killer oder Fast-Killer und dem Ermittlerduo immer wieder hin und her springt und man bekommt halt immer wieder früher die Hinweise. Was für mich, also ich habe das in dem Maß, glaube ich, noch in keinem Buch gehabt, dass ich halt früher dabei war und die Hinweise, die Schnipsel, wie man sagt, schon früher bekommen habe. Also dieses Buch ist auf jeden Fall zu empfehlen. Es spielt, wie gesagt, in Belgien. Und Luke Devlos sollte man auf jeden Fall eine Chance geben. Wenn man mit der Reihe anfangen möchte, auf jeden Fall zuerst Nackte Seelen lesen. Wenn vielleicht die Inhaltsangabe von Schnitzeljagd jetzt nichts für euch ist, Nackte Seelen kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil das Buch habe ich zwischendurch auch weglegen müssen. Aber
Auch dieses ist ein wirklich guter Thriller und man schüttelt, wie gesagt, immer mal wieder den Kopf, weil man das einfach nicht versteht, wie der Killer halt handelt, warum und weshalb. Das wird natürlich am Ende logisch alles aufgeklärt und dann sitzt man da und denkt, ah ja, stimmt. Sehr empfehlenswert, könnt ihr mal reinschauen. Und ja, dann wollte ich mich noch bei euch für die jetzt 112 Abonnements bedanken. Das ging sehr schnell, sicherlich aufgrund der Empfehlungen von ein paar größeren Booktubern. Das freut mich ganz besonders und ich hoffe, ihr habt weiterhin viel Spaß. Wenn ihr Anregungen habt, könnt ihr mir das natürlich sagen. Mein Buchregal wurde schon angefragt, das muss ich leider ein bisschen verschieben, weil das ist im Moment alles noch nicht so geordnet, wie ich das möchte. Und ja, wenn ihr sonst noch irgendwas wissen wollt, ihr kennt es ja, Kommentare oder per Nachricht. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit mir im neuen Jahr und bis bald. Tschüss!